Hey ihr, willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online Live hier vom Tag der offenen Tür beim Jorvik-Stall. Ja, Coco Girl und ich sind direkt noch im Anschluss unterwegs, das heißt, ich lasse ihr erstmal noch diese Mähne und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Tatsächlich mag ich gerade die Mähne auch eigentlich mit am liebsten. Hier seht ihr übrigens mal die Wildpferdemähne in Aktion. Ja, ich habe mir jetzt doch noch diese Decke gekauft, denn die Decke ist das zweitteuerste Item und ich bin mir sicher, dass ich es nicht schaffe, in 2 Wochen an insgesamt 15.000 Jorvik-Schillinge zu kommen und mir so Sattel und Decke von Schillingen zu kaufen. Ich hoffe, dass ich es noch hinbekomme, so an 12.000 Schillinge irgendwie dran zu kommen, dass ich mir neben dem Sattel auch noch das Zaumzeug von Schillingen kaufen könnte. Wenn nicht, dann muss das Zaumzeug halt für Starcoins einziehen. Und ich nehme jetzt gerade direkt im Anschluss noch weiter auf, denn hier ist ein sehr, sehr cooles neues Feature reingekommen für die Dauer des Events. Und zwar steht hier der gute Hugh, den haben wir hier auch schon kennengelernt. Und zwar der Hugh von der Rettungsrange, von der Rettungsrange auf Südhof. Und der bietet uns nämlich einen sehr, sehr coolen Dienst an. Was das aber ist, das erfahrt ihr jetzt gleich. So, und dafür muss ich absteigen. Den Fehler habe ich auch schon auf Dina gemacht. Ach, Coco ist so hübsch, ne? Ich bereue den Kauf null. Willkommen in der ambulanten Klinik der Rettungsrange. Wir wollen unsere Mission, dass wir uns um alle Pferde auf Jorvik kümmern, überall verbreiten. Aus diesem Grund biete ich während des Tags der offenen Tür kostenlose Tierarzt-Check-ups an. Was sagst du dazu, Tiffany? Soll ich mir Coco Girl kurz ansehen? Naja, du hast doch eben schon die AKU gemacht. Also für diejenigen, die nie wissen, was eine AKU ist. AKU steht für Ankaufsuntersuchung. Da wird geguckt, ob alles mit den Knochen richtig ist, mit den Gelenken, ob das Pferd einfach top fit ist. Nicht, dass man dann ein Pferd kauft und man hat es einen Monat und dann werden die ganzen Krankheiten erst bemerkt und man hat das Geld schon bezahlt. Oh no, jetzt habe ich das durchgeklickt, verflixt. Er hat uns auf jeden Fall gesagt, dass er jeden Tag uns dabei helfen kann, ein Pferd durchzuchecken, aber dass es eben immer nur auf eine Reiterin begrenzt ist, damit er sich auch Pferde von allen angucken kann. Vergiss nicht, dass die tägliche Pflege für die Gesundheit und das Wohlbefinden deines Pferdes sehr wichtig ist. Allerdings sind ich und meine Tierarztkollegen für dich da, wenn es deinem Pferd einmal nicht gut gehen sollte. Ich kann noch einen Check-up einplanen, wenn du ein weiteres Pferd hast, das untersucht werden muss. Anschließend sind die kostenlosen Check-ups auf eine Reiterin pro Tag begrenzt. Also ein Pferd pro Reiterin eigentlich. Schließlich möchte ich so vielen Reiterinnen wie möglich helfen. Aber vergiss nicht, ich werde während des Tages der offenen Tür hier sein. Hoffentlich sehen wir uns bald. Ja, und ich möchte nämlich meinen Lusitano dann hier zum Check-up schicken, damit der wieder gute Laune hat, damit ich mit ihm dann bei Championaten teilnehmen kann, um möglichst gute Karten zu haben, eine Schleife zu gewinnen, um mir den Sattel zu finanzieren. So, Arbeitsmoral, das mag ich. Hallo Tiffany, gut, dass du gekommen bist. Wie du siehst, haben wir schon einige Besucher, aber es kommen noch mehr, viel mehr. Du hast es wohl nicht verpasst, was? Wir haben diese Woche Tag der offenen Tür, oder besser Woche der offenen Tür. Eigentlich sogar 2 Wochen. Habe ich mir gedacht, es kommen jede Menge Leute von überall her, weil das ein sehr beliebtes Event ist. So, genug geplaudert. Möchtest du mir diese Woche helfen, wenn wir unser Event haben? Es gibt jede Menge zu tun, was bedeutet, dass ich den ganzen Tag beschäftigt bin. Es würde mir sehr helfen, wenn du mich unterstützen kannst, dann bekomme ich vielleicht sogar etwas Schlaf. Sehr gut. Arbeitsmoral, das mag ich. Könntest du anfangen, den Hof hier zu dekorieren? Ich habe es noch nicht geschafft, alle Luftballons aufzuhängen. Super. Häng sie einfach hier rundherum auf. Ja, und wir bekommen bei diesem Event sogar Erfahrungspunkte, was ich mega cool finde, weil das ja nicht bei jedem Event der Fall ist. Das Oster-Event ist auch, glaube ich, dann ab nächster Woche. Das sollte mich auf jeden Fall stark wundern, wenn es nicht dann wäre. Und ja, da war es ja eigentlich immer so, dass man keine Erfahrungspunkte bekommen hat. Und ja, ne? So, wo kommen die letzten hin? Da hinten irgendwo, ne? Ihr schon so hier hinten hin. Hier. Oh. Oh Gott, mein Inventar ist so voll. Ich habe gerade keine Satteltasche. Ich wollte nämlich eigentlich die Blümchen hier noch reinpacken. Aber naja, macht nichts. Dann hoffe ich, dass ich jetzt nicht zu viel noch reinkriege in die Taschen. So soll das aussehen. Gut gemacht.
So, und das Schöne ist, wir sammeln nämlich hier auch noch Ruf beim Jorvik-Stall. Ich brauche nämlich für diese beige Reithose, die man unten beim Reitplatz kaufen kann, da unten, da brauche ich nämlich einen besseren Ruf beim Jorvik-Stall. So, nun sieht es hier wirklich schön aus, findest du nicht auch? Ich denke nicht, dass wir noch mehr dekorieren müssen, das reicht. Unsere Besucher kommen schließlich nicht wegen eines geschmückten Stalles. Okay, Tiffany, ich empfange hier gleich eine Anfängergruppe. Könntest du runter zur Weide reiten und drei unserer ruhigeren Pferde holen? Super. Ja, genau, Tiffany. Bevor du losreitest, nimm das mit. Das sind drei Trensen, die du den Pferden anlegst, bevor du sie mit herbringst. Gut. So, da war meine Platte voll. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch drauf habe auf der Aufnahme, aber ich wollte sagen, dass ich das cool finde, dass hier die Reiter an den Eingängen mit ihren Lipizzanern immer die Levade machen, wenn man da dran vorbeigeht. Das finde ich auch sehr, sehr cool. So, wir müssen hier für diese Aufgabe absitzen. Das tun wir dann doch auch direkt mal. Ja, es ist, also ihr braucht definitiv hier mindestens einen freien Inventarplatz für die Aufgaben. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwann vielleicht sogar noch mehr braucht. Dann hätte ich ein Problem, weil ich ja wieder nicht nachgedacht habe und mein Inventar nicht mal entmüllt habe, bevor ich hier mit dieser Aufgabe anfange. Es ist dann... Ich bin eine kleine Katastrophe, aber... Ne, also... ohne Katastrophen wäre das Leben ja auch langweilig. Mein Leben ist diesbezüglich etwas zu aufregend, sagen wir es mal so. So. So, und abbiegen. So. Und jetzt müssen wir die hier irgendwie einsortieren. So, und das letzte noch. Gut, jetzt stehen alle Pferde an dem Ort, an dem sie stehen sollten. Sehr gut. Und wo ist denn Johanna? Da hinten. Ach so Gott, ich hatte ja das Inventar aus, das Dings aus, das Interface ausgeblendet. So, jetzt habe ich's. Super. Das sind die drei absolut ruhigsten und liebsten Pferde, die wir hier haben. Für Anfänger nehme ich immer die ruhigen Pferde, damit sie gute Erinnerungen an den ersten Ausritt haben. Wir wollen schließlich, dass sie wieder zurückkommen. Unserem Stall geht es dank dieser Tage der offenen Tür so gut. Aber nun haben wir genug geplaudert, Zeit weiter zu arbeiten. Ich meine dich, Tiffany, du kannst keine halben Sachen machen. Jetzt, wo du die Pferde geholt hast, müssen sie gestriegelt werden, bevor du sie satteln kannst und sie bereit für den Ausritt sind. Nimm diese Striegelbürste und den Hufkratzer und los geht's. Vom Rumstehen alleine wird die Arbeit nicht gemacht. Ja, aber ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Habe ich irgendwas Mülliges dabei? Aber warte mal, kann ich ein Haustier auch ohne Satteltasche in die Dings tun? Nicht ernsthaft, früher ging das. Bin ich mir ziemlich sicher, dass ich früher auch das so machen konnte, dass ich... Ja, dann muss ich mal eben das Futter verkaufen. Dann geht das jetzt nicht anders. Dann muss ich das Futter mal eben verkaufen. Oh Gott. Und da guckt Coco zu, wie ich ihr Futter verkaufe. Das arme Tier, das arme Tier. Und warum? Nur weil ich nicht in der Lage bin, mal mein Inventar zu leeren. Es ist, ja. Es ist zum Verrücktwerden. Oh. So, gut. Also, muss ich jetzt erst anfangen. Also, ich bin ja persönlich immer eine Person, ich striegel eigentlich zuerst immer. Aber ich glaube, ich muss hier, ja, ich muss erst den Hufauskratzer nutzen. Beziehungsweise, es kommt drauf an, wenn ich jetzt... Muss ich die der Reihe nach irgendwie? Hallo? Hier steht jetzt, dass ich den Striegel benutzen soll, aber irgendwie wird der nicht grün. Hallo! Warum kann ich die Pferde nicht versorgen? Ich kann irgendwie... die Pferde nicht putzen. Ich kann das Pferd anklicken, aber wenn ich den Striegel in der Hand habe, dann wird das nichts.
Ich glaube, ich sollte mal gerade das Spiel neu starten und die Quest nochmal neu annehmen. Irgendwie scheint das gerade buggy zu sein. So, jetzt sollte es gehen nach dem Reloggen. Genau, jetzt funktioniert es. Ich habe es eben schon mal an dem Fjordi probiert. Jetzt geht's. Also das scheint ein Bug gewesen zu sein. Das heißt, wenn ihr das Problem habt, dass ihr die Pferde nicht versorgen könnt, dann loggt euch einfach mal neu ein. Dann müsst ihr zwar die Quest nochmal neu annehmen, aber das sollte dann helfen. Jetzt kann ich irgendwie den Hofauskratzer schon wieder nicht nehmen. Jetzt. Ah, ja, 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 ja. Hier macht man was mit. So, gut, dann schnappe ich mir jetzt hier mal den Lippizahner. Mein Coco-Girl. Ich finde die so süß. Ich finde die richtig niedlich. So, und zurück zu Johanna. Eben Bericht erstatten hier. Sehr gute Arbeit. Nein, sehr gut. Gute Arbeit. Nun ist es Zeit, die Pferde zu satteln. So, 1, 2, 3, 3, 3. Wir sind freundlich beim Jorvik-Stall übrigens. Das ist komisch. Aber Stein, ich habe Stein gebeten nachzusehen, dass wir genügend Sättel für einige Tage haben. Er hat versprochen, sich darum zu kümmern. Ich hoffe, er hat noch mehr Sättel bei sich. Denn diese hier werden sicher nicht reichen. Ja, genau. Einen Teil der Sättel haben wir verliehen, aber sie sollten bereits zurück sein. Ich muss nochmals im Stall nachsehen, ob sie schon da sind. Könntest du mir damit helfen? Danke. Sie sollten in einem Karton sein. Vermutlich hat Stein sie in Empfang genommen und sie irgendwo hingestellt, wo sie nicht sein sollen. Johanna hat, glaube ich, gerade so ein bisschen das Problem, dass bei ihr langsam die Nerven blank liegen hier. So, sind die Sättel da drin? Nein. Da hinten steht noch ein Karton. Hier ist auch noch einer. Auch nischt. Hier auch nichts. Hier. Es ist mit Sicherheit dann wieder der letzte Karton. Der letzte Karton, den wir finden können. Da sind dann die Sättel drin. Hier. Gott. Die haben aber auch... Hier, guck, süß. Emma und Sonja stehen hier nebeneinander mit ihren beiden Pferden. Das finde ich ja schön, dass Star Stable das, ja, dann auch immer relativ zeitnah aktualisiert, wie die Events laufen, ne? Das finde ich schon cool. Gut, dass du ihn gefunden hast, Tiffany. Vielen Dank. So. Wir haben immer noch zu wenige Sättel, aber ich hoffe, Stein hat den Rest bei sich. Um einige der Sättel musste er sich nämlich kümmern. Ein paar von ihnen mussten zum Sattelmacher geschickt werden. Aber wir haben auf alle Fälle genug Ausrüstung, dass du die Pferde für unsere Anfängergruppe satteln kannst. Kannst du diese 3 Sättel nehmen und die Pferde satteln? Danke. Ich habe selber so viel zu tun, dass ich es nicht schaffe. Gar kein Thema. Kein Problem. Kein Ding. Das regeln wir schon. Oh, das regeln wir schon. Alles machbar. So. Von hinten wird gesattelt, ne? Oh, haben die eine neue Decke bekommen? Ich glaube, die hatten letzte Woche noch eine andere, letztes Jahr noch andere Sachen. Das ist die Decke von dem Isländer, das ist so die typische, auch die hier. Das sind so mega schäbige Decken, aber das Fjordi, das hat eine echt hübsche Decke drauf. Die gefällt mir, die hätte ich auch gerne. Ach Leute, ich muss eigentlich mal viel mehr... Es ist ein Star Stable wie im echten Leben, ich muss viel mehr Geld verdienen, damit man sich mehr kaufen kann. So. Ist alles klar mit den Pferden? Sind gesattelt. Denkt daran, die Sättel nicht allzu fest zu machen, aber auch nicht zu locker. Gut, das sieht so aus, als ob du gute Arbeit geleistet hast. Ich muss Stein fragen, ob die restlichen Sättel schon vom Sattelmachen zurück sind. Denn wir brauchen wirklich all die Pferdeausrüstung, die wir bekommen können. Es kommen jedes Jahr immer mehr und mehr Besucher. Kannst du diese Wegweiser aufstellen, während ich mit Stein rede? Sie sind für unseren Wettbewerb, den wir für all die Reiter haben, die sich mal in einem Wettkampf probieren wollen. Danke. Es sind insgesamt 9 Wegweiser, die aufgestellt werden müssen. Ich markiere die Stellen auf der Karte, damit du weißt, wo sie hingehören. Alles klar. Dann geht's direkt weiter, Coco. Guck mal, also ich finde langsam, ich finde halt wirklich bei anderen Rassen, finde ich den Kreiselpo viel schlimmer. Also ich...
Das englische Vollblut, das kommt aus dem Popo-Wackeln nicht mehr raus. Das ist, also bei dem finde ich es wirklich ganz, ganz extrem krass, muss ich sagen. Also das ist ja, das englische Vollblut, das ist im Schleudergang. Wenn ihr bis hierhin das Video gesehen habt, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, Hashtag Schleudergang. Mal schauen, wer hier aktiv zuguckt, ne? Mal schauen, wer aktiv zuguckt. Dadurch verratet ihr euch, wer skippt die Videos, wer hat Glück beim Skippen und ist genau an dieser Stelle gerade rausgekommen und wer unterstützt mich in Gänze, indem er sich jede Folge mit meinem Gebrabbel antut. Jetzt kommt's raus. Dank des Kreiselpopos der englischen Vollblüter. So, und das letzte Schild muss wohin? Das muss, glaube ich, hier hinten hin. So. Sag nochmal einer, ein Lipizzaner ist kein Springpferd. Nein, eigentlich sind Lipizzaner jetzt nicht wirklich Springpferde. Da kriege ich ja immer mega krasse Kritik für, wenn ich sage, hey, das ist kein Springpferd. Weil dann kriege ich ganz oft gesagt, ja, aber ich habe das Pferd und das springt. Ja, aber das heißt ja nicht, dass es dafür primär gezüchtet ist. Für mich ist persönlich ein Springpferd ein Pferd, was dafür gezüchtet ist, beziehungsweise was vielleicht auch nicht unbedingt dafür gezüchtet ist, aber richtig krass talentiert ist in dem Bereich. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der Hannoveraner das krasseste Rückgepferd ist. Mag sein, dass es Hannoveraner gibt, die auch Baumstämme ziehen, ja, aber er ist eigentlich nicht dafür gezüchtet. Das meine ich immer damit, wenn ich sage, ein Tinker ist kein Springpferd, ein Shire Horse ist kein Springpferd. Tatsächlich muss man mit schwer gebauten Pferden wirklich aufpassen, weil da eben beim Aufkommen nach dem Sprung mehr Gewicht auf den Gelenken lastet. So. Bist du fertig? Ist alles gut gegangen? Super. Alles prima, Johanna. Mach dir keinen Kopf, mach dir keinen Kopf. Gut, ihr Lieben, dann würde ich aber sagen, dass es das für heute erstmal war. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter hier mit dem Event beim Jorvik-Stall, der Tag der offenen Tür. Ich finde ihn wieder mal super gut gelungen und diesmal eigentlich sogar noch viel, viel besser als die letzten Male. Von daher gibt es für mich einen dicken Daumen rauf. Zwar finde ich es schade, dass wir keine Dressur bekommen als reitbare Aufgabe mit Pferdeerfahrungspunkten, wie beim Fohlentraining zum Beispiel. Aber ich finde den Dressurplatz sehr, sehr cool. Ich finde es sehr schön, dass zumindest großteils die anderen Spieler ausgeblendet werden, weil man so einfach richtig coole Videos machen kann und richtig coole Bilder, ohne dass es da zu einer Massenkarambolage kommt. Und ich finde es auch cool, dass sie da extra so klassische Musik einspielen. Das finde ich einfach auch sehr, sehr nice. Okay, ihr Lieben, dann macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, ich wiederhole mich. Tschüss!